Den Namen? Oh, alles gut. Ja, einen schönen guten Abend, liebe Modellflieger, und herzlich willkommen zur aktuellen neuen Ausgabe der DMFV Akademie. Ich darf euch so viel verraten. Heute wird schmutzig. Wir haben Lutz Nekel als Referenten gewinnen können für das Thema Weathering. Er wird euch gleich ein bisschen erzählen, wie man Modelle ein bisschen auf Alter trimmt. Bei dem einen oder anderen passieren ja Alterungserscheinungen an den Modellen auch ein bisschen von selber. Also ich sehe es hier an meinen aktuellen Modellen. Die haben auch schon ziemlich gelitten. Und ja, Lutz ist ein Experte auf seinem Gebiet und wird uns gleich allen zeigen, wie man das richtig macht. Und ich wünsche euch und uns einen tollen, informativen Abend. Und ja, ich gebe jetzt das Mikro weiter im besten Sinne nach Hamburg zu unserem Kollegen Christoph Bremer, der hier durch den Abend führt. Danke. Ja, danke Marc für diese launige Einleitung wie immer. Es wird schmutzig, genau. Ja, das optische Ältermachen von Modellen, egal ob Eigenbau oder eben selbstgebaut, das macht Modelle durchaus schöner, auch wenn sie dann dreckiger sind. Das ist ja nicht überall so. Unser Referent Lutz Nekel, vielleicht kennt ihn der einen oder anderen. Er ist Autor des Fachmagazins Flugmodell, aber er veröffentlicht auch regelmäßig Filme für die Flugmodelle auf dem YouTube-Kanal. Liegt vielleicht daran, dass er eigentlich im Leben Fernsehmacher ist. Herzlich willkommen, Lutz. Ja, hallo, schönen Abend. So, Ja, und willst du starten? Nein, wir starten kurz vorher. Bevor du loslegst, wollen wir einmal kurz wieder mal eine Umfrage machen. Und zwar, damit wir wissen, denn wir sind schon wieder einige Leute hier, über 80 Teilnehmer, wer denn schon Erfahrung mit dem Thema hat. Dafür eine kleine Umfrage, die müsste die Regie einmal starten. kommt. Und weißt du schon, habt ihr schon Modelle künstlich gealtert? Es ist ganz einfach, ja oder nein. Kurz anklicken, dann wissen wir, wer schon mit dem Thema hier befasst ist. Dann hat Lutz so ein bisschen, weiß, wie tief oder wie hoch er ansetzen muss. So, hier kurz noch offen, müssten jetzt langsam alle geklickt haben, dann haben wir auch gleich das Ergebnis dazu. So, oha, 35% haben damit schon Erfahrung und 65% nicht. Ja, Also, immerhin, ne? Das ist schon ganz schön viel, 35%, ja. also ein Drittel. Toll. Wunderbar, aber dafür sind wir da. Die, die schon was gemacht haben, wollen sich entweder vielleicht bestätigt sehen oder ein bisschen was dazu, da noch dazulernen, und die, die noch keine Erfahrung haben, die wollen heute, nehmen hoffentlich richtig was mit. So, genau. Kurz noch technische Erklärung, bevor wir starten, Lutz, mit deinem Vortrag. Ihr könnt natürlich wie immer Fragen stellen. Das könnt ihr zwischendurch machen oder auch am Ende des Vortrags. Wir werden auf jeden Fall genug Zeit dafür einräumen. Wenn ihr das schriftlich machen wollt, könnt ihr das unten, seht ihr am unteren Bildschirmrand, das F&A-Tool für Fragen und Antworten. Nutzt nicht den Chat, sondern das F&A-Tool dafür. Den Chat ist für den gemeinsamen Austausch. Wenn ihr euch selber irgendwelche Tipps geben wollt, könnt ihr es natürlich machen. Fragen an uns oder beziehungsweise an Lutz bitte über das F&A-Tool. Ihr könnt euch aber auch zuschalten lassen und die Frage persönlich stellen. Dann einfach auch wieder unten die Hand heben. Wer die Hand dann hebt, dann schalten wir euch einmal frei als Diskussionsteilnehmer. Dann könnt ihr euer Audio freigeben, dass ihr die Frage mündlich stellen könnt. Wer im Video noch zu sehen sein will, kann auch das Video freischalten, ist dann dabei zu sehen. Auch das können wir gerne machen. Das lockert die Diskussion hier ein bisschen auf.
Ansonsten, Lutz, dann übergebe ich an dich. Du kannst mit dem Teilen beginnen und die ersten Bilder zeigen, die du vorbereitet hast. Ja, ich bin Modellflieger seit 55 Jahren und habe auch vor 54 Jahren schon meine erste Eigenkonstruktion gebaut. Das war ein Fokker Dreidecker als Fesselflugmodell, von dem ich leider kein Bild mehr habe. In den letzten Jahren habe ich viele Modelle auch als Downloadpläne veröffentlicht in verschiedenen Zeitschriften, von der FMT bis Modellaviator und dann heute in der Flugmodell. Das ist zum Beispiel eine Short Skyvan, die ich vor ein paar Jahren mal veröffentlicht habe. Und da kam so vieles zusammen, Segler, auch Experimentalmodelle. Und Indoor-Fliegen war auch mal eine Zeit lang ein ganz großes Hobby von mir. Und dann bin ich vor 15 Jahren aufs Wasserfliegen gekommen und habe da auch recht große Wasserflugmodelle gebaut. Wo es heute drum, ja, fliegende Tiere ja auch noch, ne? Rochen, Propellerhörnchen. Wo es heute drum gehen soll, ist das vorbildgetreue Weathern von Warbirds, aber auch von zivilen Flugzeugen. Das ist meine Leidenschaft. Ich nehme gerne Fertigmodelle, ARF-Modelle, die ich dann entsprechend umgestalte, aber auch Eigenbauten. Und ja, das müssen wir den Fotoblock wieder beenden. So. Kommst du jetzt wieder raus? Ja. So, können wir wieder ins Vollbild gehen mal? Ah ja. Okay, ja. Weathering. Darum geht es heute. Was ist das? So ein Flugzeug, ein Originalflugzeug ist ja in seinem Leben der Witterung ausgesetzt. Regen, Hagel, Sonne, Wind, Korrosion, Ölaustritt, die Abgase, die Schmauchspuren, wenn es ein Warbird ist, die hinterlassen alle ihre Spuren auf so einem Flugzeug. Wenn wir jetzt ein ARF-Flugzeug normalerweise kaufen, warum geht das jetzt nicht auf? Möchtest du den nächsten Block teilen? Ja. Warte kurz. Ja, dann sieht das ja in der Regel aus wie ein. Oh. Ja, warte ganz kurz. Ja. Dann sieht das hier in der Regel aus wie ein Flugzeug, was aus der Fabrik kommt. An dieser P47 Razorback von Horizon Hobby möchte ich das heute mal demonstrieren, wie man die von so einem X-Factory-Flugzeug in einen alten Kämpfer verwandeln kann. Ne? Wir haben hier eine gute Ausgangsbasis. Ich habe mir dieses Flugzeug ausgesucht, weil es einerseits eine Metalloberfläche hat und andererseits hier eine Lackierungen hat. Die Motorhaube ist lackiert, hier oben auch dieser Sichtschutz, der Blendschutz ist lackiert und da kann man verschiedene Arten von Weathering demonstrieren. Dieses Modell ist, hat 1,20 Meter Spannweite, ist aus EPO gefertigt, ist perfekt gemacht, sehr gute Flugeigenschaften, aber für mich sieht es halt zu geleckt aus und ein bisschen spielzeugmäßig auch, weil eben das Leben fehlt auf der Oberfläche. Und das will ich heute Abend demonstrieren, wie man sowas verändern kann und auch noch eine Menge andere Beispiele von Flugzeugen zeigen, wo das
mehr oder weniger gut gemacht worden ist. So, dann gehen wir mal wieder raus. Ja, da sehen wir schon, wie es nach meiner Verwandlung am Ende ausgesehen hat. Aber da wollte ich jetzt noch gar nicht hin, sondern wir können jetzt mal den ersten Film starten, den ich mitgebracht habe. Da geht es darum, um die Recherche. Wie bekommt man überhaupt Informationen, wie so ein Flugzeug ausgesehen hat. Das ist erstmal das Internet, ist natürlich eine ganz tolle Möglichkeit heute, wie man an Originalfotos von dem Flugzeug, an Informationen kommen kann und dann natürlich die Flugzeugtypenbücher. Da habe ich zum Beispiel eine ganze Menge von gesammelt, die sind heute nicht mehr so en vogue, aber man kann sie immer noch bekommen und da kriegt man enorm gute Informationen über so ein Flugzeug. Das ist jetzt so eine Razorback und da hat man auch oft Farbzeichnungen drin. Der Zeichner, der hat ja das gleiche Problem wie wir. Der muss mit Farbe diese ganzen Abnutzungserscheinungen darstellen und da kann man sich schon enorm was abgucken, wie bestimmte Dinge gehighlightet werden, wie zum Beispiel so ein Motor hier dargestellt wird. Und dann sind natürlich die Plastikmodellbauer. Das ist ein großes Vorbild, wenn man Weathering betreiben will. Da gibt es wahre Meister, die das enorm gut beherrschen, das Weathering. Also da kann man sich ganz viel abschauen. Da habe ich dann auch reingeguckt und habe mir Experten angeschaut, die jetzt so dieses gleiche Modell in 1 zu 32 oder 1 zu 48, 1 zu 72 gebaut haben. Und da ist wirklich so der eine oder andere Trick abzuschauen. Okay. Ja. Es gibt verschiedene Methoden, wie man so ein Modell weathern kann. Ich habe mir da einiges angeschaut, früher auch. Manche arbeiten mit Ölfarbe, manche mit Farbpigmenten, also mit trockenen Farbpigmenten, die man aufreibt und dann nachher versiegelt mit Firnis. Also ich arbeite eigentlich am liebsten mit der Airbrush also dieses Ding. Und mit ganz einfachen Wasserfarben. Und das will ich euch jetzt mal zeigen, wie ich so eine Metalloberfläche dann verwandle und ja, lebendig mache. Dann würde ich mal bitten, das Video 3 einzuspielen. Der Flügel wird erst gereinigt und dann wird er leicht feucht gemacht. Und dann kommt die Wasserfarbe zum Einsatz. Das ist sowas, ja, so ein Tuschkasten, den man früher in der Schule benutzt hat. Also ich kann das noch so aus der Schule, Kunstunterricht, da hat man so einen Tuschkasten genommen. Da mische ich dann Farben wild zusammen, also dunkle Farben, mal ein bisschen Gelb dabei und mache mir so eine Farbbrühe und die wird dann in die Panel Lines einfach reinlaufen lassen. Dadurch, dass ich es vorher feucht gemacht habe, läuft das sehr gut in die Panel Lines rein, quasi wie von selbst durch die Kapillarwirkung. Das muss jetzt gar nicht so genau gemacht sein, weil der Vorteil von den Wasserfarben ist, es ist immer reversibel. Man kann, wenn einem was nicht gefällt, das einmal mit dem nassen Lappen wieder wegwischen. Man kann es auch, wenn es halb abgetrocknet ist, so teilweise wieder wegwischen. Aber selbst wenn es ganz angetrocknet ist und es gefällt einem nicht,
Da kann man es komplett wieder wegwischen. Ist halt nur Wasserfarbe. Und der ein kleiner Nachteil ist, es ist halt nicht wasserfest. Man muss es zum Schluss nochmal, wenn es einem dann, wenn einem das Ergebnis gefällt, mit Klarlack versiegeln. Aber das nehme ich gerne in Kauf. Ihr seht hier, ich bin da auch über die Deckels, die Abziehbilder drüber gegangen. Das ist alles kein Problem. Und jetzt nehme ich mir so einen trockenen, ollen Pinsel und verstreiche das Ganze. Und zwar in Flugrichtung, also in der Richtung, die der Fahrtwind nimmt. Das treibt halt diese Farbe nach hinten. Dann wird immer wieder ein bisschen der Pinsel angefeuchtet, damit er die schon halb angetrocknete Farbe wieder mitnimmt. Und so zieht sich diese Farbe aus den Panel Lines, aus diesen Blechstößen raus und gibt ein realistisches Bild von Dreck, der halt auch rausgelöst wird und nach hinten geblasen wird durch den Fahrtwind. Immer wieder anfeuchten dazwischen. Dadurch wird die Farbe wieder flüssig und es gibt schöne Verläufe. Wenn man zu viel Wasser drauf gemacht hat, dann mal ein Küchentuch dazwischen und es geht weiter. Und so entsteht dann auf ganz einfache und preiswerte Art schon ein ganz ansehnliches Weathering. Und der Vorteil ist, gerade für Anfänger, es ist jederzeit wieder reversibel. So, das ist jetzt die eine Sache gewesen mit dem mit den silbernen Flächen. Jetzt haben wir natürlich die lackierten Flächen auch, die Cowling des Modells und oben dieser Blendschutz, die Kabinenhaube, der Rahmen der Kabinenhaube. Und da würde ich jetzt mal bitten, das nächste Video einzuspielen. Das ist die Nummer, ja. Da geht es um das sogenannte Chipping. Chipping bedeutet, dass man Lackabplatzer nachahmt. Da nimmt man so einen ganz ollen, möglichst abgenutzten, dicken Pinsel und der hat nur ganz wenig Farbe aufgenommen und dann Silberfarbe und dann stupst man den so vorne auf die Nase von dem Flieger. Erstmal, ne? Weil da passiert am meisten. Weil durch den Propeller werden da Fremdkörper, Insekten, Sand draufgeblasen und da wird der Lack regelrecht abgeschliffen. Und diese strubbeligen Haare von dem Pinsel wird dieser Effekt sehr gut nachgeahmt. Dann kann man noch mal so drüber streichen. Dadurch werden so winzige Farbpartikel noch mal aufgetragen. Also das gibt sehr gut diesen Abschleifeffekt der Fremdpartikel wieder, die Farbe bei einem abgekämpften Warbird dann in diesem Bereich schon abgeschliffen haben. Die Panel Lines stoßen sich auch ab, die an den Kanten der Blechstöße kann man dann auch mit einem Pinsel bisschen Silberfarbe auftragen. Es darf nie zu viel sein, also immer abstreifen, den Pinsel abstreifen und ganz, ganz dezent und vorsichtig auftragen. Vorne kann man dann auch noch mal, wenn dann so größere Fremdkörper dagegen geflogen sind, da kann man auch noch mal etwas größeres Chipping machen, also etwas stärkeres Chipping machen, die mit größeren abgeplatzt, die etwas größere abgeplatzte Lackteile simuliert.
Die Wartungsklappen, die werden ja bei der Wartung geöffnet und dann wird da auch nicht immer so sorgfältig mit umgegangen. Da passiert schon mal oft was, dass die gegeneinander prallen und da platzen dann oft die Lackteile ab. Das kann man dann auch nochmal betonen. Man sollte nie irgendwie da so durchgehende Linien zeichnen, sondern eher nur partiell, dann wieder immer mit dem Pinsel drüber, um das nochmal etwas zu verwischen. Da lagern sich auch immer so winzige Farbteile ab, wie die Nieten kann man durchaus nochmal betonen, aber auch nie zu stark, immer nur ganz winzige Teile und immer die Linien auch nur nie ganz durchziehen. Das Auge ergänzt nachher das Ganze zur Linie. Wenn man dann ein bisschen Abstand nimmt, dann sieht das perfekt aus. Und dann immer wieder drüber wischen, um den Effekt etwas abzumildern. Später kann man dann auch nochmal die Rillen zwischen den einzelnen Blechstößen nochmal betonen mit dunkler Farbe. Hier ist natürlich bei der Kabinenhaube, der Rahmen ist lackiert. Das bietet natürlich auch immer eine ideale Fläche fürs Chipping, weil die steht ja senkrecht zum Fahrtwind oder fast senkrecht zum Fahrtwind und da sind in der Regel auch immer Abplatzer zu finden. Also wenn man sich Fotos ansieht von originalen Warbirds, das sind gerade im Bereich der Frontscheibe, der Kabinenhaube, in dem Rahmen, da ist der Lack nie perfekt. Da kommt immer das blanke Metall durch. Also das kann man da immer sehr schön betonen. Auch hier diese kleinen Wartungsklappen. Und wie gesagt, immer wieder dazwischen nochmal mit dem Pinsel mit ganz, ganz wenig Silberfarbe nochmal drüber gehen. Und so langsam bekommt die Oberfläche Leben. So. Lutz, ich unterbreche einmal kurz, weil wir haben Ja. dazu eine Nachfrage Ja. von Engelhardt, der wissen möchte, mit welcher Farbe du anfängst. Also erst die Wasserfarbe oder erst die Silberfarbe, nehme ich an, darauf zielt es ab. Ja, also wenn ich eine farbige Fläche habe, dann nehme ich natürlich erst die Wasserfarbe. Also normalerweise erst die Wasserfarbe, das war jetzt im Film jetzt ein bisschen falsch dargestellt. Ich mach erst die Panel Lines dunkel und dann mache ich das Chipping oben drüber. Bei der silbernen Fläche arbeite ich ja weitgehend nur mit der Wasserfarbe. Da wird, ich meine, das Silber, da nutzt es ja nichts, noch ein Chipping drauf zu machen, weil das ist ja schon Silber, ne? Das ist ja schon nacktes Aluminium im Original. Da gibt es ja keine Abplatzer in dem Sinne. Ich hoffe, Okay. dass. Ja, Udo sagt danke, von daher ist die Ja, Frage beantwortet. ansonsten noch zu einer Frage, wenn noch eine Frage besteht zu den verwendeten Farben. Also ich nehme sehr gerne die Farben von Tamiya Color. Ich weiß nicht, ob man das so sieht, ja. Ja. Ja, Das sind Farben aus dem Plastikmodellbau. Die habe ich vor 25 Jahren schon entdeckt. Und zwar, ich bin zunächst mal drauf gekommen, weil das sind Acrylfarben, die auch auf Depron funktionieren. Da gehen ja viele andere Farben nicht, weil die das Depron anlösen. Bei diesem EPO-Werkstoff, wie diese Maschine da, das ist eigentlich egal, da kann man eigentlich jede Farbe verwenden.
Aber die Tamiya-Farben lassen sich fantastisch verarbeiten und sind brauchen auch keine teuren Verdünnungen. Die kann man einfach mit Brennspiritus verdünnen. Gehen in der Airbrush, gehen mit dem Pinsel. Also das sind meine Lieblingsfarben. Aber es gibt auch viele andere gute Farben. Das will ich jetzt nicht verhehlen. Ja, okay. Dann können wir uns mal schon anschauen, wie das Modell dann fertig aussieht. Dann gehe ich jetzt mal auf, ach so, dann müsste ich jetzt mal den Bildschirm haben mit den Fotos. Ja, lass mich das machen. Ja, okay. Ja, da sind wir ja schon. So, das ist dann schon das Ergebnis von, ich würde mal sagen, naja, wenn man ungeübt ist. Ach so, nein. Sorry, hab noch was vergessen. Hab noch was vergessen. Wir haben die Airbrush-Effekte noch gar nicht erwähnt. Gehen wir nochmal zurück. Also dann würde ich gern das Video, was ist das, 5? Erstmal einspielen. Ich bin jetzt vorgeeilt, genau. Jetzt, hier geht es jetzt um Drybrushing und Airbrushing. Also, das ist jetzt die Technik des Drybrushings. Diese Kanonen von der Maschinenkanone, die habe ich erst schwarz lackiert und dann werden die wieder mit dem ganz trockenen Pinsel auf Metalleffekt gebürstet. Das klappt nur, wenn da wirklich ganz wenig Farbe drin ist und dann nimmt auf einmal dieses Schwarz so einen metallischen Effekt an, der, ich weiß nicht, ob das jetzt so gut rüberkommt hier, aber ja, ich denke schon, dass man das sehen kann. Das sieht auf einmal gar nicht mehr aus wie ein schwarzes Rohr, sondern wirklich wie ein Metallrohr, was mal schwarz war, aber so einen schönen Metalleffekt bekommt. Genauso macht man das mit dem Propeller. Der ist ja auch vorne an den Schlagkanten, an den Eintrittskanten der Strömung ist die schwarze Farbe abgewetzt. Das kann man auch mit dieser Technik Drybrushing sehr schön simulieren. Man kriegt dann noch ein paar Abplatzungen auch auf der Oberseite. Und am stärksten ist diese Schmirgelwirkung der Luft auf der Unterseite. Das kann man auch sehr gut sehen, wenn man sich die Fotos anschaut von alten Warbirds. Das kann man mit dieser Technik des Drybrushings sehr gut simulieren. Aber immer dran denken, minimal Farbe nur aufnehmen und dann so einen struppigen alten Pinsel verwenden. Damit geht es wirklich am besten. So, das sieht doch schon ganz ordentlich aus. Aber diese Narbe da in der Mitte, die muss noch ein bisschen gealtert werden. Und das macht man mit Smoke. Smoke ist ein spezieller Lack auch von Tamiya, der so halb durchsichtig ist und ganz toll die Illusion von Hydrauliköl, von ausgetretenem Hydrauliköl wiedergibt. Also das wird auch ganz sparsam aufgetragen. Man sieht erst gar nicht viel, aber wenn man dann das sorgfältig immer schön in diese Kanten, wo das auch reinläuft, wo es auch nicht so gut weggeputzt werden kann von den Mechanikern. Da trägt man das auf und dann kriegt so ein schnödes Plastikteil, was auch vorher spielzeugmäßig wirkt, eine ganz, ganz große Tiefenwirkung und es fängt wiederum auch an zu leben und realistisch auszusehen. Ein ganz tolles Medium, dieses Smoke-Zeug. Das verwende ich auch schon seit vielen, vielen Jahren.
Da kann man also Hydrauliköl, aber auch andere Öle und Fette kann man simulieren hier am Fahrwerk. Das Fahrwerk ist das einzige Fahrwerk von der P47 ist mit so einer Plastikverkleidung, die sieht so ein bisschen billig aus, aber wenn man die, wenn man dann dieses Zeug aufträgt, dieses Smoke aufträgt, dann sieht es wirklich aus, als wenn aus diesen Federbeinen Öl ausgetreten wäre, na, wie sagt man das, diese Scheren da und ja, und dann kommt noch die, ja, auch etwas spielzeugmäßig wirkende Motor. Attrappe dran, die schleift man an, die kriegt dann erstmal eine andere Farbe, also dieses plastikglänzende Zeug, das muss weg. Und dann kommt die Airbrush dann zum Einsatz. Das ist auch ein wichtiges Werkzeug beim Weathering. Hier wird jetzt erstmal dieses Getriebegehäuse vorne, das war ja nämlich gar nicht schwarz, in den meisten Fällen hat das so ein dunkles Grau gehabt und das wird jetzt erstmal grau und zwar auch nicht mehr glänzend, sondern eher so seidenmatt oder matt lackiert. Und dann kommt, wenn das alles getrocknet ist, wieder der trockene Pinsel, wieder das Dry Brushing zum Einsatz und schon werden die Highlights betont, die Zylinderrippen, die Stößelstangen, Hüllrohre, die werden alle hervorgehoben dadurch und hier noch die Kante vom Ölkühler. Und schon kriegt so ein simples Plastikteil Charakter. So, und die Airbrush wird auch eingesetzt, um die Schmauchspuren, die beim Abfeuern der Maschinenkanonen entstehen, nachzubilden. Da braucht man ein bisschen Gefühl für, am besten vorher mal üben, aber das sieht dann auch schon ganz realistisch aus. Schächte des Einziehfahrwerks, die waren im Original nicht silbern, sondern grün. Das habe ich dann auch hier nachgebildet. Da muss man natürlich, vorm Lackieren, die Kanten abkleben. Ich nehme da ein spezielles Klebeband von Tesa, dieses rosa Klebeband, das Kreppband, das ist sehr, sehr, das hat nur eine geringe Haftwirkung und zieht den Lack nachher nicht runter. Da muss man sehr drauf achten. Normales Klebeband würde den Lack runterziehen. Ja, und dann wird das mit diesem typischen Grün, was bei US-Flugzeugen immer in den Fahrwerksbereichen verwendet wurde, lackiert. Zum Schluss kann ich das leicht wieder abziehen und habe dann scharfe Kanten und mein Fahrwerksschacht hat die richtige Farbe. So, und jetzt können wir in die Fotos gehen. Ja, da waren wir schon, ne? Uns mal ansehen, wie das Ding dann fertig aussieht. Das ist für mich immer eine tolle Sache. Achso, das muss noch weg, ne? Ja, gut. Wenn so ein Ding dann zum ersten Mal auf dem Flugplatz steht, und man sieht dann, wie es im Tageslicht wirkt. Das ist jetzt schon eine recht abgekämpfte Einsatzmaschine. Man kann das variieren, also es muss nicht immer so aussehen. Man kann auch ein bisschen dezenter weathern. Man kann auch das noch heftiger machen. Aber man muss irgendwo auch wissen, wo die Grenzen sind. Irgendwann, wenn man zu viel Dreck und Schmodder aufträgt, dann sieht es auch nicht mehr realistisch aus. Aber ich finde, die ist ganz gut gelungen. Das waren jetzt für mich ein Tag Arbeit gewesen, dieses Modell zu weathern. Für einen Anfänger wird es vielleicht ein bisschen länger dauern, weil er öfters mal auch Sachen wieder
revidieren muss. Aber das ist, wie gesagt, mit dieser Wasserfarbentechnik überhaupt kein Problem. Man muss da keine Angst haben, Fehler zu machen. Es ist ruckzuck wieder abgewischt und ja, das Ergebnis ist schon irgendwie überzeugend, finde ich. Hier im Fahrwerksbereich muss noch ein bisschen nachgearbeitet werden. Da hatte ich jetzt keine Zeit zu. Der Reifen und die Fahrwerksverkleidung innen, das sieht noch ein bisschen zu geleckt aus für meinen Geschmack, aber im Großen und Ganzen ist das schon ganz ordentlich. Was man jetzt noch machen muss, hatte ich eben schon gesagt, zum Schluss muss dann eine Klarlack, ein Schutz durch Klarlack drauf, weil die Wasserfarbe, wenn man irgendwie mal feuchtes Gras hat oder sowas, dann würden sich ruckzuck Flecken bilden oder die Wasserfarbe wieder abwischen. Also es muss zum Schluss mit einem Klarlack gesichert werden. Man muss natürlich aufpassen, dass man die Kabinenhaube dann nicht mit Klarlack voll schmiert. Die sollte dann abgedeckt sein, weil wenn es eine Kabinenhaube mal Klarlack abkriegt, dann sieht man, dass der Klarlack gar nicht so klar ist. Die sieht dann scheußlich aus. Ja. Okay, so, jetzt gehen wir mal wieder raus. Das war Kurz dieser dazu Block. vielleicht eine kurze Zwischenfrage Ja. von Heilig, weil du gerade beim Klarlack warst. Erstens, welchen Klarlack verwendest du, falls du dich dazu Ja, bekommst? also Und ich nehme Klarlack von Edding. okay. Da gehen wir nicht rein, Ich sondern halt mal immer ein bisschen nächstes höher die Ziel. Dose, dann sieht man sie. Ja, ich sehe mich jetzt nicht, deswegen. Ja, So, okay, ich sehe es. ich nehme Edding. Klarlack von der Firma Edding. Ja, okay. Ist jetzt seltsamerweise irgendwie seitenverkehrt, die Dose. Naja, alles gut. Wir sehen sie richtig. Okay, wunderbar. Okay. Kannst du etwa abschätzen, das ist auch noch eine Frage von Jürgen, wie viel Gewicht durch Klarlack auf das Modell kommt? Ja, der wird ja nur ganz dünn aufgetragen. Also das muss ja, das wird ja keine glänzende Lackierung auf dem Modell. Ich nehme ja Seidenmatten-Klarlack. Bei einem Warbird Seidenmatten-Klarlack auf jeden Fall. Und der bringt so ein Gewicht bei so einer Klasse von Modell von 1,20 Meter Spannweite etwa 15 bis 20 Gramm Okay. für das ganze Modell. Also das ist schon hochgeschätzt, also eher weniger. Mit 10 Gramm kommt man auch hin. Okay. Gut, Udo Engelhardt sagt dann noch, fragt noch, ob der Klarlack seidenmatt sein sollte. Das hast du ja gerade beantwortet. Fragt, weil du ja auch die Kabinenhaube angesprochen hast, würdest du die Scheiben nicht weathern? Bitte? Die Scheiben, ob man die Ja. Scheiben. Kann man machen. Ne? Also wenn man sich Fotos von Moritz anguckt, dann sieht man, dass die Scheiben auch manchmal verkratzt sind. Oder wenn es Plexiglasscheiben waren, die ja auch im Zweiten Weltkrieg schon eingesetzt wurden, dann können die auch mal vergilben. Das kann man machen. Also so einen leichten Gelbschimmer da drauf sprühen ist okay. Diese Panzerglasscheiben, die vorne montiert waren, die waren eigentlich nie verkratzt, ne, weil das extrem hartes Glas war. Also da kam auch kein Farbstich rein. Also ich halte mich da zurück bei den Cockpits mit dem Weathern. Es ist auch, man will ja auch schön reingucken. Also zumindest, wenn das Cockpit gut ausgestattet ist, da kommen wir später noch zu. Okay, gut. Dann aber wir bleiben kurz beim Klarlack, weil dazu ist noch eine Frage. Da scheinen die Ja. Leute zu beschäftigen. Manfred Lang möchte wissen, ob du das komplett oder beziehungsweise ob du es nur partiell lackierst. Mit dem Klarlack? Ja. Nö, wenn dann komplett, weil das ist ja auch komplett geweathert. Also ich muss ja überall den Klarlack drauf machen, sonst habe ich ja keinen Schutz für meine Wasserfarben dann, ne? Okay, das war's erstmal. Ja. Dann, ja. Okay. Jetzt möchte ich euch noch zwei
schöne Modelle zeigen, die aus dem Warbird-Bereich kommen. Das eine kommt von einem, können wir mal wieder in den Fotobereich gehen. Nicht das hier, sondern das nächste. Nee, das sind Moment. die, ja, hier, Oberfläche Warbirds. Na komm. So, das ist das Modell jetzt im Originalzustand. Das, Moment, ne? Moment. Teilnehmer sehen das noch nicht. Ich muss noch den Bildschirm freigeben. Okay. So, jetzt kann es Das weitergehen. ist eine Focke Wulf 190 von Horizon Hobby. Ein größeres EPO-Modell, 1,50 Meter Spannweite. Und das hat mein Freund und Kollege Kurt Stein geweathert. Dieses Originalmodell hier ist ein Nachbau von einem Nachbau, nämlich eine moderne Focke Wulf 190 aus den 90er Jahren von der Firma Flugwerk. Die hat aus unerfindlichen Gründen Horizon Hobby als Vorbild genommen, aber mein Freund Kurt Stein, der wollte eine richtige Focke Wulf haben. Das ist er und das ist seine Focke Wulf, wie sie dann auch geworden ist. Die sieht dann wirklich so aus wie eine Einsatzmaschine aus dem Zweiten Weltkrieg. Da hat er unglaublich viel Arbeit reingesteckt. Also es ist fast ein richtiges Scale-Modell geworden. Der Kurt hat einen ganz radikalen Ansatz dann genommen, hat die ganzen Aufkleber erstmal entfernt. Wenn man diese Aufkleber von dem EPO entfernt, reißt man natürlich auch die Farbe runter. Um das gegenüber der verbleibenden Farbe anzupassen, nimmt er ein spiritusgetränktes Küchentuch und reibt diese Übergänge so flach, dass man nachher keine Kanten mehr sieht. Dann wurde der ganze Flieger grundiert mit Spritzspachtel und dann hat er angefangen, einen völlig neuen Farbauftrag zu machen. Auch mit der Airbrush, diese Fleckentarnung, die kriegt man auch gar nicht, glaube ich, anders hin. Also ich könnte es mir nicht anders vorstellen als mit Airbrush. Er hat dann diese ganzen Waffenabdeckungen, wo die Maschinenkanonen, Maschinengewehre drunter waren, neu angefertigt. Die gibt es ja nicht auf dem Modell. Die hat er dann angefertigt im Tiefziehverfahren, hat also erstmal Modelle gebaut, die er dann auf seine Tiefzieheinrichtung abgeformt hat. Und wenn die dann geairbrushed sind und geweathert sind, sehen die schon unglaublich realistisch aus. Dann hat diese Maschine noch eine Seitenpanzerung bekommen. Das war ein sogenannter Sturmbock, nannte man das damals, aus Stahlblech. Er hat das aus Polystyrolplatten gemacht, mit entsprechenden Befestigungen dann auch und die an die Seite des Rumpfs angebracht. Wenn die dann lackiert sind, sieht man diese schon korrodierten Befestigungspunkte. Also das ist schon eine Liebe zum Detail. Da ziehe ich meinen Hut, muss ich sagen. Die Kennungen und Balkenkreuze auf dem Flieger musste er dann natürlich neu machen. Er hat dann keine Wasserschiebebilder genommen, auch keine Vinylabziehbilder, sondern hat die alle selbst auflackiert. Sehr aufwendig mit der Airbrush und abgeklebt. Aber das hat natürlich ein absolut macht natürlich einen absolut fantastischen Eindruck, weil man hat keine Kanten, man hat keine Unterschiede im Glanzgrad. Also es ist wirklich so fantastisch. Ja, die kleinen Aufschriften, da hat er sich Schriften anfertigen lassen. Das kann man bei der Firma TaylorMade Dickels machen lassen. Das ist nicht billig, aber die sind wirklich in den Originalschriften gemacht und wenn man dann so winzige Schriften wie hier Gepäckraum hat, das lässt sich kaum in einer anderen Technik mit heimischen Mitteln machen. Ja, tolle Oberfläche der Flieger. Er
schwört auf die Farben von der spanischen Firma Vallejo. Die sind auch bei Leuten, die Weathering betreiben, sehr beliebt. Die Vallejo hat die ganzen Farben der RLM-Farblinie im Programm, also die Farben, die früher die Luftwaffe verwendet hat. Und die lassen sich auch fantastisch verarbeiten, sind direkt in der Airbrush spritzbar, ohne Verdünnung. Sehr gute Farben, kann ich auch nur empfehlen. Ja, hier nochmal der Vergleich. So sah das Modell vorher aus. So sieht es jetzt aus. Und so sieht es in der Luft aus. Und wenn mir einer sagt, naja, was soll das Ganze? In der Luft siehst du eh keinen Unterschied. Dann zeige ich dir mal so ein Bild und sage ich, sieht man doch. So, okay. Jetzt kann es weitergehen. Das war dieser Block. Dann gehen wir mal wieder ins Live-Bild. So. Wir haben es ja eben schon mal ganz kurz angesehen. Es gibt ja Möglichkeiten, da die Details an solchen Modellen zu gestalten, wie Motorattrappen, Cockpit und so weiter. Da möchte ich euch jetzt noch was zeigen, wie beispielsweise man so ein Cockpit mit einfachen Mitteln aufwerten kann. Dann gehen wir mal in den nächsten Block. Ach so, nee, stopp. Noch zurück. Ich bin jetzt ein bisschen aus dem Konzept geraten. Wir gehen mal hier rein. Da geht es nämlich um Zivilflugzeuge. Auch da kann man Weathering betreiben, wobei Zivilflugzeuge sind ja in der Regel, wenn Sie jetzt, sagen wir mal, wie so ein Airliner, hier eine Karavelle Lutz, du musst mir aus. noch ganz kurz den Bildschirm teilen lassen. Ja, Kleinen okay. Moment. Na, warte. Ja, Ja, nee, muss man einmal die Maus ich rede schon mal weiter. stillhalten. Also, Genau. Zivilflugzeuge sind ja in der Regel gepflegt und die Airlines achten ja auf ihr Image und man hat da gar nicht so die Möglichkeit, sich in Weathering zu verlieren. Aber man kann trotzdem schöne Effekte mit Weathering-Methoden auch im Airliner anbringen. Das ist jetzt hier ein Modell, das habe ich schon 2005 gebaut. Man sieht es am Foto, das ist noch ein altes Analogfoto mit Korn. Und das ist ein ganz leichtes, war eigentlich für Indoor geplant, aber dann doch für Indoor zu schnell. 1,20 Meter Spannweite, 400 Gramm Gewicht, hat trotzdem dann noch ein Einziehfahrwerk gehabt. Und dieses Modell war mit Impellern damals, 40 mm Impellern ausgestattet. Und das habe ich jetzt auch dezent geweathert. Meine Güte, wie jung ich dann ausgesehen habe. Naja. So, da sind diese Aluminiumflächen. Da habe ich die einzelnen Paneele auch etwas abgesetzt, ganz dezent mit Airbrush die Tönung verändert. Und hier bei den Luftbremsen, bei den Führungsschienen für die Landeklappen und Querruder, da habe ich mal bewusst einen anderen Ton eingesetzt, um so ein bisschen wieder mehr Leben in die Fläche reinzubringen. Genauso wie hier bei den Triebwerken. Die waren auch in blankem Aluminium, aber da waren auch durchaus zwischen den einzelnen Segmenten der Triebwerksverkleidung sind dann Unterschiede in der Tönung sichtbar gewesen, genau wie hinten bei den Stubumkehrdüsen. Das sind dann auch so dunkle Partien. Das kann man alles sehr schön mit Airbrush hervorheben. Das war mal mein größter Airliner, den ich gebaut habe, 4 Meter Spannweite. Eine Saunders Roe Princess aus dem Anfang der 50er Jahre, die habe ich auch ganz dezent geweathert. Da sind auch hier oben
auf der Oberseite der Tragfläche habe ich diese Schmutzspuren aufgebracht, die sich aus den Kanten der Blechstöße rausziehen im Betrieb. Ja, da haben wahrscheinlich auch die Treiber damals nicht so drauf geguckt, weil das ist ja nur ein Schulterdecker. Die Passagiere sitzen hier in der Reihe und können gar nicht auf die Oberseite der Fläche gucken. Da war das nicht so wichtig. War ein imposantes Flugzeug, ist leider existiert es nicht mehr. Es ist mir Anfang des Jahres abgestürzt. Jetzt. So, und jetzt hier nochmal die Beechcraft von Horizon Hobby. Die habe ich auch getestet. Das ist an sich schon ein wunderschönes Flugzeug, so wie es aus dem Karton kommt. Finde ich toll, dass Horizon Hobby mal so einen Oldtimer aus der goldenen Ära rausgebracht hat. Aber mir war es auch ein bisschen zu steril gewesen von der Oberfläche her. Und ich wollte auch was anderes draus machen. Ich wollte dann unbedingt ein Wasserflugzeug draus machen, habe das Einziehfahrwerk ausgebaut und habe dann das auch völlig umgestaltet. Wenn ich jetzt, klar, wenn man jetzt die Sticker abmacht, reißt sofort der Lack runter. Der Lack ist extrem locker drauf bei diesem Flieger. Und dann habe ich Kurztechnik angewendet, dann auch wieder mit dem Spiritusgetränkten Küchentuch die nackten Teile und die lackierten Teile nivelliert und habe das hier an der Seite musste ich auch, da hat es den Schaum etwas verletzt gehabt beim Abziehen der Sticker, da musste ich sogar ein bisschen nachlackieren mit Grundierung und mehrmals abschleifen, aber schließlich war es dann so weit, dass ich es lackieren konnte. Und habe das dann auch wieder mit Tamiya-Farben lackiert und dem rosa Kreppband. Und für die Beschriftungen habe ich dann zum ersten Mal einen Schneidplotter eingesetzt. Ich habe damals einen Schneidplotter neu bekommen gehabt. Und ich habe mit dem Schneidplotter nicht etwa die Buchstaben ausgeschnitten, sondern habe nur Spritzschablonen geschnitten, also negative geschnitten, mit denen ich dann die Schriftzüge aufsprayen konnte mit der Airbrush. Das ist ein sehr schönes Modell geworden, finde ich. Die Schwimmer stehen ihr sehr gut. Und ich habe den Lack auch völlig, den Silberlack völlig neu gemacht, habe auch einen Lack wieder von Edding genommen, der einen deutlich höheren Glanzgrad hat als der Originallack von dem Modell und fast schon an poliertes Aluminium erinnert. Das hat mir sehr gut gefallen. Die Aluminiumflächen glänzen wirklich fantastisch in der Sonne. Das Weathering habe ich dann bei dem Modell sehr, sehr beschränkt, habe dann nur noch so ein paar Schmutzspuren aufgebracht, beispielsweise hier an den Schwimmern, wo sich immer, wenn so ein Ding im Wasser liegt, so eine Schmodderspur an der Wasserlinie bildet. Und habe hier die Spuren der einzelnen Segmente von den Aluplatten auf den Schwimmern auch so ein bisschen betont, aber mich ansonsten sehr zurückgehalten. Zivile Flugzeuge werden halt besser gepflegt als Warbirds und da wirkt so ein übertriebenes Weathering fehl am Platz. Ja. So, das war jetzt dieser Block genau. Wie liegen wir jetzt in der Zeit? Ah ja, okay. Dann können wir noch den nächsten Block nochmal abfahren, Eine Fotoblock. Sekunde. Da geht es jetzt um die, ja, Weathering Cockpit. Na. Lass mich mal das lass, Ja, okay. genau, das klicken bei mir, wenn wir das beide machen, dann geht das immer Ja, das durcheinander. ist alles klar. So, lass mich noch kurz den Bildschirm teilen. Gehst du mal an den Anfang nochmal? Ja, sofort. So. So, diese Piloten in den AF-Modellen. Das sind ja oft die Stiefkinder der Fabrikanten, der Modellbaufirmen. Also hier so ein Pilot, sowas kann mir gar nicht gut gefallen. Das ist
Der hat einfach keinen Ausdruck. Dann ist das Gesicht irgendwie mit einer glänzenden Farbe lackiert. Das passt einfach nicht. Sowas möchte ich da nicht haben. Und da ist man mit dem ganz schnell mit einem anderen Piloten, die man für ein paar Euro im Internet bekommt oder im Modellbauladen, ist man besser bedient. Der war jetzt unlackiert. Ich habe ihn dann selber lackiert und da kriegt man mit ein paar Farbstrichen mal Augenbrauen drauf, die Augen ein bisschen akzentuieren, hier den Mund. Dann kriegt man schon viel mehr Charakter in so einen Piloten rein. Und wenn man dann noch ein kleines Cockpit reinklebt, ich habe das einfach jetzt aus dem Internet, das ist ein Cockpit aus dem Flugsimulator genommen, ne? Das entsprechend skaliert und dann auf Papier ausgedruckt und einfach ausgeschnitten. Das dauert ein paar Minuten und schon hat man ein realistisch aussehendes Cockpit in kürzester Zeit gemacht. Aus ein paar Teilen aus der Grabbelkiste, Abfallteile aus Plastik, habe ich mir da so ein Zielvisier gemacht und schon hat man ganz schnell ein Cockpit, was deutlich besser aussieht als das Cockpit aus dem Baukasten, aus dem Bausatz. Ja, das ist das Cockpit gewesen aus dieser Beach 18, die ich euch eben gezeigt habe, die mit den Schwimmern. Also so ein Pilot kommt mir gar nicht in die Tüte, der sieht für mich grauslich aus, der war da im Original drin, den habe ich gleich rausgerissen und auch das Cockpit dann etwas umgestaltet, die Sitze etwas erhöht, diese Trennwand dahinter eingebaut, die jede Beach 18 hat. Und dann hat mir ein Freund, Stefan Brehm, hat mir diese Piloten 3D gedruckt. Ich habe sie dann bemalt und das sind da ordentliche Piloten. Ne? Die sehen doch gleich seriös aus, ne? Und nicht so ein komischer, anämischer Hansel da. Ja, und manche Flugzeuge, die haben eben ein völlig offenes Cockpit. Das ist jetzt ein Eigenbau. Ein sogenannter Hupel von William Gary aus Pennsylvania aus dem Jahre 1909. Ganz eigentümliches Flugzeug, ist aber in der Realität auch geflogen. Und da habe ich jetzt mal so ein völlig offenes Cockpit realisiert. Sitzt der Pilot völlig frei. Den habe ich auch aus Tiefziehteilen gemacht, bis auf, also mit der selbstgemachten Form, bis auf Hände und die Füße. Hände kann ich überhaupt nicht gut. Und die habe ich dann auch von so einer Spielzeug-Superman-Figur abgeschnitten. Und Superman muss dann auch noch seine Stiefel hergeben. Und so ist dann eine ganz passable Figur draus geworden. Finde ich sehr schön, wie der da dieses riesige Lenkrad mit der Kettensteuerung in der Hand hat. So, und das ist jetzt nochmal das Cockpit von Kurz FW190. Da hat er sich auch richtig Mühe gegeben. Das ist nicht Scale, aber es sieht ganz passabel aus. Normalerweise endete das Cockpit hier, also da war nur so eine Büste drin gewesen. Er hat das dann ausgeschnitten, hat dann unten wirklich einen Fußraum geschaffen. Und der Pilot musste natürlich auch dann einen Unterkörper bekommen. Da hat er sich erstmal eine Zeichnung gemacht und hat dann diese Teile für den Körper aus Depon ausgeschnitten, was er dann verschliffen hat. Und da ist ein fantastischer Pilot draus geworden. Entsprechend lackiert, der sieht noch ordentlich aus. Also wie gesagt, der Oberkörper ist noch von dem. Oder so bis hier ist das noch die Pilotenpuppe, die in dem Originalmodell von Horizon Hobby drin saß. Und alles, was da drunter ist, hat er halt selber modelliert. Und das ist wirklich toll geworden. Hier hinten noch, da ist noch dieser Bereich, wo das Funkgerät gesessen hat. Und das ist wirklich ein tolles Cockpit geworden. Wenn man sich das anguckt, das hat wirklich schon ganz hochwertigen Charakter hier mit den Röhrchen der Scheibenwaschanlage. Wenn man hier sieht, wie subtil das hier gewettert ist mit ganz dezenten Abplatzungen, mit die absolut realistisch wirken, wie er da die Nieten betont hat, hier nochmal so eine Kante vom Metall betont hat, das ist schon Meisterschaft, würde ich sagen. Kann ich wirklich so sagen, ist ja nicht von mir. So,
Hier ist mal so eine, so ein Screenshot aus dem Internet. Das ist vom Flugsimulator. Da kann man wirklich aus diesen Cockpits vom Flugsimulator kann man sich fantastische Instrumente rausnehmen. Entweder man klebt die so auf, schneidet sie aus, wie sie sind, oder man macht sich noch einen Rahmen aus Kunststoff drum, ein Glas davor. Da kann man den Aufwand treiben, wie man will. Hier auch noch so Seitenpanels. Da gibt es von zig Flugzeugmodellen die fantastischsten Cockpits zu bekommen. Und man skaliert sie sich selber, druckt sie dann aus und ja, kostet nichts und man hat hat da wirklich tolle Möglichkeiten, sich ein realistisches Cockpit zu schaffen. Ja. Jetzt gehen wir noch mal eins weiter. Einen Block weiter. Du meinst mich, klar, Moment. Ja. Ja, wir hatten ja eben schon mal das Thema mit den Motoren. Also wie man sich aus den vorhandenen Motorattrappen, es geht jetzt um Sternmotoren, doch eine etwas realistischere Motorattrappe zaubern kann. So, ich bin da noch. Ja, warte noch, ich muss einmal Ja, den Motor wieder okay. freigeben. Ja, so sieht die Motorattrappe der Beechcraft zum Beispiel im Original aus. Wenn man jetzt ein bisschen Drybrushing macht, dann wird's schon, dann sieht man schon, wie die Highlights hervorgehoben werden in dem Bereich hier. Und dann habe ich noch von innen Röhrchen eingeklebt. Die sind hier innen in dieser Glocke verklebt. Und kleine Kunststoffröhrchen, die dann die Hüllrohre darstellen. Und schon sieht so ein Motor ja richtig echt aus. Ne? Das Gleiche habe ich bei meiner Tiger Cat gemacht. Die Tiger Cat ist ein Modell von Freewing. Auch ein AF-Modell, 1,50 m, 1,60 m Spannweite. Und da habe ich die gleiche Technik angewandt, auch die Rohre aufgesetzt, Drybrushing gemacht und hier in dem Bereich die Cowlings wieder ein bisschen abgeschnörkelt. Das ist eine sehr, sehr, ich wollte eine sehr, sehr abgenutzte Maschine aus dem Koreakrieg haben. Und ich denke mal, dass das auch ganz gut gelungen ist. Ich habe dann auch die Fahrwerke zum Beispiel, die habe ich umlackiert. Die waren vorher einfach so ein Plastikblau gewesen und im Original waren die immer weiß lackiert und beziehungsweise hatten dann hier auch solche Chromteile, einfach ein Stück Chromfolie drum geklebt und schon bekommt man den Eindruck von einem realistischen Federbein, dann wieder etwas von dem Smoke drauf und ja, das sieht dann schon richtig realistisch aus. So, weiter geht's. Das war mal eine Staffel, die wir erst zu dritt und dann kamen nachher noch ein paar dazu ins Leben gerufen haben. Schneider Racer aus dem Jahr 1914. Das waren damals die schnellsten Wasserflugzeuge der Welt, die in Monaco um den Sieg gekämpft haben. Und das ist jetzt wieder der Kurt Stein, ich und der Wolfgang Braun. Wir haben die ersten drei gebaut: eine FBA, eine Morane-Saulnier und eine Nieuport. Und diese Modelle, hier sieht man sie nochmal auf dem Wasser. Die haben allesamt Rotationsmotoren und die haben wir aus Bausätzen der Firma Williams Brothers aus Texas
gemacht. Die Bausätze sind heute noch sehr schwer noch zu bekommen, aber die sind wirklich klasse gemacht. Das sind also Leronen-Umlaufmotoren, die ja, das war, dauert schon seine Zeit, die aufzubauen. Das ist hier von Wolfgangs Maschine und das ist jetzt meine, die so einen völlig freiliegenden Motor hat und aber die sind unglaublich detailliert, die Motoren, und die kann man dann auch mit entsprechender Farbtechnik, hier sieht man den Motor von hinten und hier von vorne, hier der Tank, und hier sieht man dann auch hier Vergaser und wie dann mit so ein bisschen Smoke und schwarzer Wasserfarbe, so diese kleinen Ölaustritte und ja, überall, wo so etwas Schmodder und Öl austritt, das macht dann so ein Plastikmodell total lebendig und lässt es dann auch aussehen wie Metall. Ne? Ja, und das ist jetzt mein Zukunftsprojekt, beziehungsweise es ist also ein altes Flugzeug, aber mein Zukunftsprojekt, ich in den nächsten Jahren bauen werde, eine Fleet 50, will ich im Maßstab 1 zu 6 wieder aufbauen. Die hatte im Original Jacobs 7-Zylinder-Sternmotore. Sowas kriegt man leider nicht als Bausatz, dann muss man das selbst machen. Die Zylinder ähneln aber sehr stark den Zylindern von Pratt & Whitney Motoren, und die gibt es wiederum als Bausatz. Die Kurbelgehäuse musste ich mir dann selber machen, habe ich mir ein Urmodell gedreht und dann das abgeformt in Tiefziehtechnik. Und wenn man das dann entsprechend lackiert und hier die Zylindersitze anbringt und die Schrauben, dann sieht das schon aus wie Guss und macht schon ganz guten Eindruck. Der Motor ist zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz fertig. Da fehlen jetzt noch die Elektrikanlage hier vorne. Und diese Elektrikanlage, die hat hier abgeschirmte Kabel, die von dem Verteilerring bis zu den Zündkerzen gehen. So, wie macht man so abgeschirmte Kabel? Ich habe dann im Bastelladen diese Schnur gefunden, die sehr gut die Struktur von so einem abgeschirmten Kabel wiedergibt, aber natürlich, die müsste ich jetzt ein bisschen steifer kriegen. Da habe ich einfach dünnen Sekundenkleber drauf gegossen und dann konnte man die auch abschleifen, dass da keine Härchen mehr vorstanden. Und dann konnte ich die silber lackieren und habe dann hier wirklich diese Struktur von solchen abgeschirmten Kabeln hingekriegt, indem ich diese Silberlackierung nochmal geweathert habe mit brauner Farbe. Die braune Farbe ist dann wieder in diese Zwischenräume von dem Gewebe eingedrungen. Und das gibt sehr gut so eine leicht korrodierte Metallleitung wieder. War es das? Ich glaube, das war es, ja. Gut. Wollen wir noch weitermachen oder habt ihr So, wir genug? haben ein paar Fragen. Vielleicht können wir die erstmal Ja, dazwischen, dazwischen auf jeden schieben. Fall. Geht noch mal ein bisschen an den Anfang von dem, was du Ja. vorgestellt hast, zurück. Das war, fragt Uli Mack, die Silberfarbe ist ja auf Acrylbasis. Und seine Frage ist da, ob Fehler damit dann nicht reversibel sind. Bitte? Ob Fehler mit der Silberfarbe, weil das Acrylfarbe ist, ob die nicht Ja, reversibel sind. die sind nicht reversibel. Also wenn die mal ausgehärtet ist oder trocken geworden ist, also da muss man vorher aufpassen, immer solange in den ersten paar Sekunden kann man es noch mit einem spiritusgetränkten Lappen wieder wegwischen. Aber wenn man es später wegwischen will, dann wischt man auch den Untergrund weg, weil der dann auch angelöst wird. Ne? Also nur die reinen Wasserfarben. Leider gibt es keine Silberfarbe als Wasserfarbe. Das wäre natürlich schön, aber da gibt es nichts Überzeugendes. Es Okay. gibt zwar Silberfarben als Wasserfarben, aber die sind nicht überzeugend.
Alles klar. Jürgen Heilig möchte wissen, welchen Spachtel du für die Horizon Hobby, für den Horizon Hobby Schaum verwendest. Ich verwende den Spachtel von Molto, also diesen Leichtspachtel von Molto. Den gibt es auch von Grigg, aber da ist er doppelt so teuer. Also von Molto gibt es den in Tuben. Man muss aber, um den zum Halten zu bringen, diesen Schaum etwas aufrauen. Also wenn man den auf diese etwas glänzende Epo-Oberfläche aufbringt, dann neigt er zum Abplatzen. Also schon vorher etwas mit einem Schleifpapier aufrauen. Aber man muss aufpassen, weil man reißt schnell dann auch Stellen aus dem Papier raus. Also vorsichtig sein und wirklich nur die Stelle, die man absolut braucht, aufbauen. Ne? Ludger Kleegraf Grüße an möchte, Jürgen. wie bekommt man die Haube ab, um an den Piloten zu kommen? Da sind ja wahrscheinlich einige fest verklebt. Ja, Ist die das sind nicht? fest verklebt. Das klappt unter Umständen mit Waschbenzin. Also viele Hersteller verwenden so eine Art Kontaktkleber wie Uopor. Der lässt sich mit Waschbenzin sehr gut lösen. Da habe ich gute Erfahrungen gemacht, wenn man kann eine Stelle von der Haube so ein bisschen mit einem, wenn man da einen Cutter runterdrückt und das etwas anheben kann. Und dann kann man ein, naja, wie so ein McDonald's-Rührstäbchen, ja, das in Waschbenzin tränken, das da einführen und dann so langsam immer weiter vorrücken, dann löst sich das peu à peu. Wenn das sich jetzt nicht löst, kann man die Haube auch einfach mit einem Messer, mit einem ganz scharfen Messer von unten abtrennen. Das gelingt meistens so, dass man nur diese Klebeschicht durchtrennt und den Schaum nicht verletzt oder die Haube nicht verletzt. Wenn man Pech hat oder ungeschickt ist, dann kann man auch in die Haube reinschneiden. Das wäre dann doof. Aber in der Regel, also bei mir hat es bis jetzt immer geklappt, mit der einen oder anderen Technik immer geklappt. Okay, Michael Franke möchte wissen, aus welchem Flugsimulator du die Cockpits herauskopiert hast. Das ist das im Microsoft-Flugsimulator. Aber da gibt es natürlich aber auch Firmen, die bieten so Ergänzungskits an für Microsoft-Flugsimulator. Da muss man sich mal ein bisschen auf Google umtun. Also da gibt es fantastische Kits, die sind zum Teil noch besser als die originalen Kits. Und die muss man auch nicht unbedingt kaufen. Die werden oft dann, da kann man sich so Demos anschauen und dann Screenshots machen. Oder manchmal kann man auch die Bilder einfach runterladen und dann weiterverwenden. Ich weiß nicht, ob das jetzt legal ist, aber bei mir hat sich noch keiner beschwert. Im privaten Gebrauch haben wir es mal. Ja. Peter Miller möchte noch wissen, gibt es einen Trick, um die Blechstöße zu imitieren, wenn das Modell selbst keine hat? Ja, den gibt es auch. Da habe ich jetzt da ein Bild noch parat? Nee, eigentlich nicht, aber ich mache das so. Das kommt immer auf die Farbe der Oberfläche an. Aber wenn es jetzt eine, sagen wir mal, so eine metallische Oberfläche ist, dann kann man Folgendes machen. Man nimmt sich einen Fineliner, also einen wasserfesten Filzstift, der in der möglichst, die gibt es von Edding Permanent heißen die, glaube ich, in der ganz feinen Stärke. Habe ich jetzt leider keinen hier liegen. Und dann macht man mit dem Lineal sich also nach dem Original, nach der Originalzeichnung einen Plan, zieht die Striche auf. Und dann werden diese Striche nochmal nachgezogen mit einem Millimeter Abstand, mit einem weißen Feinliner. Dadurch kriegt man eine räumliche Wirkung, dass es wirklich aussieht, aha, auf das eine Panel fällt das Licht drauf und das andere schluckt das Licht am Ende. Das ist jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt so verständlich ist, aber ich denke,
Ist schade, dass ich jetzt kein Bild parat habe davon. Ich war jetzt auf die Frage nicht vorbereitet, aber das man kann da wirklich einen fantastischen Effekt erzielen, wirklich mit Schwarz und Weiß. Diese weißen Stifte, die heißen nicht Fineliner, die gibt es von der Firma komischerweise Mitsubishi. Klingt jetzt nach Auto, wenn man da in den Künstlerbedarf geht, das sind Stifte, die arbeiten nach dem Prinzip von einem Kugelschreiber, haben aber weiße Farbe drin und ziehen wirklich ganz feine weiße Linien. Bei den weißen Linien sollte man darauf achten, dass die nicht durchgehend sind. Die sehen realistischer aus, wenn man mal hin und wieder eine kleine Lücke macht. Also wir können mal vielleicht noch mal auf diese einen Fotos. Doch, ich habe es noch mal in den Fotos. Moment, ich gehe noch mal kurz zurück. Wo war das? Du müsstest das jetzt eigenständig machen. Bei mir Ja, ist die ja. Verbindung zu deinem Computer flöten gegangen. Du bist ja gerade. Oh. Also ich hab nur noch Standbild von mittendrin. Ich krieg das auch nicht aktualisiert gerade. Ja, gut, ich schaue mal gerade. Ich weiß gar nicht, wo ich das hatte. Ach nee, das hat man noch gar nicht. Moment. Ah, das ist hier. Moment. Da habe ich schon ein Bild, wo man das sehen kann. So. Das ist ein Eigenbaumodell. Das hat Du natürlich müsstest kein. dein Bildschirm jetzt noch teilen. Du musst unten einmal auf den Zoom-Button wieder klicken, dass Zoom groß Ja, wird. Dann hast du unten den grünen Knopf Bildschirm Bildschirm freigeben. freigeben und jetzt nochmal freigeben. Genau. Ja, seht das jetzt? Ja. Okay, Ja, genau. also das ist ein kleines Flugboot aus Debron, eine Hall, amerikanisches Flugboot aus den 30er Jahren. Und da habe ich jetzt, da ist der Rumpf rein aus Debron aufgebaut in so einer Segmenttechnik, und die hat natürlich keine erhabenen oder eingravierten Panel Lines. Und da habe ich die Panel Lines, da kann man das sehen, wie ich das gemacht habe. Also da sieht man hier diese Technik mit den schwarzen Linien und diese unterbrochenen weißen Linien. Könnt ihr das sehen? Ja, also Ja, ich kann man es ja, sehen, okay. gut. Ja. Schade, ich hab da noch bessere Fotos, aber die habe ich jetzt nicht in den Pack reingemacht. Hier sieht man nochmal das Modell von oben. Ja, da kann man es auch noch recht deutlich sehen. Ne? Das ist auch, da habe ich auch das war ein Flugzeug, da war der Rumpf aus Metall und die Flächen waren stoffbespannt. Und da habe ich auch diese Stoffbespannung, die habe ich dann auch wiedergegeben, ohne jetzt da eine wirkliche Bespannung drauf zu machen. Also die Flächen sind eigentlich völlig glatt, aber das ist jetzt mit Airbrush gemacht. Das ist eine Technik, die hätte ich eigentlich heute auch noch zeigen können, aber kann man vielleicht ein andermal machen. Wollen wir das Video noch kurz einspielen? Das ist ja nur eine Minute lang. Das wäre ein das als dieses Video Nummer 6 können wir Genau. machen, ja. Also Moment, lass noch mal gerade stehen, das Bild. Zu Ich spät. erkläre es mal. Es ist weg. Ich habe dich schon rausgeschmissen, tut mir leid. Okay, dann erkläre ich mal, also wie diese mit Licht- und Schattentechnik. Ich habe dann ein kleines Video gestern noch gemacht. Das ist jetzt nicht besonders toll geworden. Aber wir können es mal gerade einspielen, dann erkläre ich mal, wie das gemacht wird. So, das ist jetzt einfach so ein Probestück, ein Höhenleitwerk, was ich noch irgendwo rumliegen hatte. Das ist jetzt schon lackiert. Und jetzt habe ich hier ein DIN A4-Blatt, das vorne eine Leiste hat. Und das lege ich auf diese Oberfläche auf. Und jetzt sprühe ich mit der Airbrush. Ach so, ja,
Dann nehme ich jetzt rote Farbe und der wird zu gleichen Teilen schwarze Farbe beigemischt. Das wird jetzt gemischt. Das gibt die Farbe für die Schatten. Die sprühe ich jetzt erstmal da auf. Ganz möglichst dünn. Das war jetzt schon viel zu viel, aber ich habe es jetzt nur mal als Demo gemacht, um das Prinzip zu zeigen. Und da wird jetzt eine Rippe neben der anderen aufgesprüht. Wie gesagt, das ist jetzt alles viel zu krass hier. Also so sieht das dann ungefähr aus. Und dann wird auf der anderen Seite die helle Farbe, also die Lichtkante dann widerspiegelt. Wird dann immer genau spiegelbildlich zu der schwarzen Farbe aufgesprüht. Und so kriegt man dann so einen plastischen Effekt hin. Der ist jetzt hier etwas übertrieben, aber wir können noch mal gerade in die Fotos gehen. Das müsstest du wieder auf deiner Seite selbst machen. Ja, okay. So. Habt ihr das schon, oder? Nee. Nee, du musst noch einmal deinen Bildschirm freigeben, wahrscheinlich, wenn du in den Bildern bist. Ich habe jetzt dieses Bildschirm freigeben Button nicht mehr. Muss ich nochmal auf Zoom gehen, oder? Genau, musst du ihn wieder aufmachen. Ja, habe ich ja, aber ich kann jetzt hier Bilder auch hin und her klicken, aber nee, kannst du nicht nochmal die Steuerung übernehmen? Nee, wie gesagt, ich habe leider die Verbindung zu dir rüber verloren. Also ich kann einmal versuchen, ob ich ihn noch aufgebaut bekomme, ohne das Passwort. Aber Wir ich glaube, das hat er können nicht ja gespeichert. derweil Nee. noch die Fragen beantworten, die noch da sind. Ja. Von Frank Ubben ist die Frage: Wie stellst du Nietköpfe für Senk- bzw. Rundkopfnieten her? Ja, das ist jetzt eine Frage, fällt jetzt nicht ganz in das Thema Weathering, aber kann ich natürlich auch beantworten. Also Rundkopfnieten mache ich in der Regel aus Weißleim. Und zwar hab ich mir früher da solche Klebestreifen geholt, die gab es in England, fertig zu kaufen. Mit eingestanzten Löchern, die klebte man auf die Oberfläche, hat dann einfach eine Weißleimraupe drüber gezogen, konnte den Klebestreifen abziehen und dann waren dann einzelne Weißleimpunkte ganz sauber in der gleichen Größe auf der Oberfläche. Die musste man trocknen lassen, konnte man überlackieren und schon sind Rundkopfnieten entstanden. Heute mache ich mir diese Klebestreifen selber mit dem Schneidplotter. Die lassen sich wunderbar, da nimmt man einfach also ich habe diesen Silhouette-Schneidplotter, da lässt sich das fantastisch mitmachen. Mache ich mir DIN A4-Bögen mit Tausenden von Nieten und schneide die dann auseinander in Streifen und ja, kann man dann in Doppelreihen machen oder in Einfachreihen, wie man es haben will, klebt die dann wieder auf die Oberfläche, Weißleim drauf, abziehen und das sind die Rundkopfnieten. Mit den versenkten Nieten ist es ein bisschen schwieriger, da gibt es verschiedene Methoden. Ich hab mal das so gemacht, dass ich mir auf ein Rädchen, solche Rädchen das benutzen Neurologen, um Nervenreflexe zu testen. Das hat spitze Nadeln und hat einen Handgriff. Da fährt man über die Haut und testet Nervenreflexe. Und auf diese Nadeln habe ich mir Messingröhrchen aufgeklebt. Und 2 mm Messingröhrchen, die alle gleich lang waren. Und dann konnte man an einem Lineal lang mit diesem Rädchen über die Schaumoberfläche gehen
und hat dann diese Abdrücke der Messingröhrchen im Schaum gehabt. Das sah versenkten Nähten schon recht ähnlich, ja. Okay, dann haben wir noch eine Frage von Patrick Megalein, ob du vielleicht einen Tipp für eine Airbrush-Pistole hast, ob es eine bestimmte Marke gibt und ein Preissegment, was man Ja, vielleicht nehmen ja, sollte. ja, ja. Also, ich habe früher nur Pistolen von Iwata benutzt. Das Iwata ist eine japanische Firma, die sind von der Qualität her über jeden Zweifel erhaben, sind allerdings auch recht teuer. Und irgendwann sind sie auch kaputt. Dann sind sie, wenn man sie viel benutzt, ausgeschlagen. Aber wenn man jetzt ich hab früher auch Grafiken damit gemacht und habe die wirklich immer sehr viel benutzt. Aber wenn man die normal nur für Modellbau hin und wieder benutzt, dann hält so eine Iwata, zum Beispiel eine HPB, die ist sehr empfehlenswert, Iwata HPB, die hält ein ganzes Modellfliegerleben lang. Heute benutze ich aber auch ganz, das sind quasi Iwata-Klone. Ich weiß, ihr könnt mich jetzt nicht sehen, ne? Doch, doch, wir sind nicht. Na Du ja, bist zu sehen. ich kann mich nämlich hier nicht sehen. Halte ich die Pistole jetzt richtig vor die Kamera? Ja. Gut. Das ist zum Beispiel ein Iwata-Klon aus China. Hat 49 Euro gekostet, statt eine Iwata kostet 350. Ne? Und die hat 49 Euro gekostet. Und sagen wir mal, bietet 85% der Qualität von der Iwata. Also vom Spritzbild her nicht viel schlechter. Also kann ich auch nur empfehlen. Die heißt jetzt irgendwie Spirit Air, aber wenn man da mal bei Banggood guckt oder so, dann kriegt man diese Dinger überall angeboten. Zum Teil als Kombis mit Kompressoren zusammen für 69 Euro. Also das muss nicht schlecht sein, so ein Billigprodukt. Vielleicht für den Anfang gar nicht schlecht, dann kann man ja immer noch die. Nee, und auch, also ich, wie gesagt, ich merke da keinen großen Unterschied zu der teuren Iwata. Wie das jetzt über die Jahre ist, das kann ich nicht sagen. Ich denke mal, dass die nicht so lange halten wird. Okay. Ja, Lutz, vielen Dank. Wir sind auch am Ende. Wir Ja. sind jetzt halb neun, Ja, anderthalb Stunden. ich habe Ich Hunger. habe wirklich fasziniert zugeguckt, weil ich das ein ganz tolles Thema finde, weil es einfach was zu sehen gibt. Und ich finde, du hast das schön gezeigt, auch mit den Videos und den Bildern. Ja, ich hoffe. Außer dem Publikum, ich höre schon die ersten Danksagungen, habe ich schon gelesen. Schön, Es ist freut ähnlich, mich. und haben auch was mitgenommen und machen sich ran und probieren einfach. Ich glaube, das ist vielleicht noch so ein, ja, vielleicht, was hast du? Wie fängt man an? Einfach machen, oder? Natürlich, einfach machen, ne? Und mit dieser Wasserfarbentechnik kann man nichts verkehrt machen. Also wenn es Ja. einem gar nicht gefällt, wischt man halt alles wieder ab und hat dann halt das Modell wieder so, wie es vorher war, ne? Also ich würde mal so anfangen und dann, wenn man mit der Airbrush und wenn man mit Farben anfängt, die nicht reversibel sind, dann holt man sich einfach mal ein Probestück. Sprüht eine Grundfarbe in Silber drauf, holt sich ein Stückchen Debron und übt einfach mal. Also mit so einer Airbrush muss man üben, dass diese Mischung von Luft und Farbe, das muss einfach ein bisschen geübt werden. Aber da gibt es auch Tutorials im Internet, einfach angucken. Also einfach probieren. Nur Mut. Wunderbar, das ist so ein schönes Schlusswort. Lutz, Ja. dann dir vielen Dank. Ich wünsche allen einen schönen Abend. Ich Natürlich euch gibst du einen auch. Hinweis. Wir haben noch ein weiteres Webinar am 6. Dezember, kann man sich gut merken, das ist Nikolaus. 18:30 Uhr, also eine halbe Stunde früher als heute, geht es mit dem Thema Grundlagen der Fernsteuertechnik. Da wird es dann vielleicht ein bisschen theoretischer an einigen Punkten. Hier war es jetzt sehr praktisch, sehr schön. Ja, nochmal vielen Dank und einen schönen Abend. Bis bald. Ja, tschüss.